zwar haben wir hier eine nette Frau vor uns, die winkt uns auch schon, hallo. Und wir können jetzt anscheinend hier unsere Nägel machen, Freunde. Und oha, das sieht aber jetzt nicht so aus wie ein Nagel, den ich jetzt gerne irgendwie bei einer Frau sehen würde. Also der ist schon ein bisschen kaputt da unten und sowas, Freunde. Deswegen würde ich mal sagen, wir machen für das Ding jetzt mal ganz kurz so einen ganz normalen, simplen, so, guck mal, ich würde sagen, hier, guck mal. Ah, okay. Okay, so müssen wir rangehen und zack, jetzt haben wir hier einen ganz normalen Nagel erstmal gemacht. Das heißt, das ist so dieser Basic-Nagel, Freunde. Ich denke mal, das schaffe ich ganz, ganz gut, ne? Also hier kann man auch sehen, hier habe ich anscheinend einen neuen Unlocker bekommen. Das ist so ein Filler. Ich kenne mich mit den ganzen Sachen nicht aus, Freunde. Nein, ich muss schon zugeben, ich bin jetzt kein Nagelexperte oder sowas, ne? Ich kenne so Gelnägel, Acrylnägel und sowas, aber jetzt bin ich da auf jeden Fall relativ raus. Sie möchte die ganz normalen, simplen Nägel, glaube ich, haben. Stand ja gerade oben. Das heißt, wir können jetzt hier ganz kurz wieder simpel auswählen und feilen das Ganze jetzt mal ein bisschen runter. So, okay. Oh Gott. Oh, okay. Oh, oh, okay, okay. Und, ja, und sie hat auf jeden Fall clean Nägel bekommen. Ich denke mal, sie ist jetzt auf jeden Fall glücklich, ja. Und, gucken wir, oh, jetzt haben wir auch schon bald als nächstes so eine Nail Polish, beziehungsweise Nagellack, ja, Nagellack einfach. Und jetzt haben wir hier, oh, was ist das denn jetzt hier? Ah, wir haben jetzt Tag 1 schon mal fertig gemacht, aber die ganzen Bonus-Sachen, die brauchen wir auf jeden Fall nicht. Ich würde sagen, wir upgraden jetzt erstmal unser Sofa, Freunde, damit die Kunden noch mal ein bisschen auf so guten Sachen sitzen, ne? Weil das sieht jetzt noch ein bisschen zu langweilig aus. Hier kann ich so allgemein noch das Ganze so ein bisschen upgraden. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier so, ach, die Wände. Wir machen die Wände jetzt mal ein bisschen besser, ne? So, schon ein bisschen schicker als hier, so wie bei so einem Nagelsalon, ne? Auch hier den Boden, Freunde. Den Boden, der gefällt mir auch nicht. So, ist schon mal ein bisschen besser. Sieht als ein bisschen besser aus. Wir müssen jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr Geld verdienen, Freunde, um auch quasi unsere Kunden glücklich zu machen, damit sie nachher auch im besseren Nagelsalon sitzen. So, was hat die jetzt hier für einen Vorschlag, Leute? Die möchte irgendwas mit ihren Nägeln haben. Irgendwie so Gold oder sowas, ne? Okay, das heißt, wir müssen einmal ganz kurz hier die goldene Farbe nehmen und dann rüberstreichen. Oh, vorsichtig. Ganz vorsichtig. Oh, Leute. Oh, oh, und zack. Ich glaube, das sieht fertig aus, ne? Ich glaube, sie wollte es genauso haben. Oder irre ich mich? Ich glaube, das war es schon so, oder? So, also wir haben schon mal was ganz Gutes am Start bekommen. Die möchte jetzt hier irgendwie so rote, spitze Nägel haben, ne? Ist halt die Frage, was sind jetzt erstmal hier unsere Werkzeuge? So, wir kriegen als nächstes sogar anscheinend noch so einen Remover und sowas, ne? Das heißt, damit können wir auch, glaube ich, die Nägel dann entfernen. Vielleicht ist es auch relativ schmerzhaft, Freunde. Ich weiß es nicht. So, jetzt haben wir hier einmal die Siletto-Nägel und dann feilen wir mal. Oh. Okay. Und was ist, wenn ich länger feile? Oh, ich habe sie angefeilt, Leute. Nicht gut. Okay. Ich würde sagen, wir machen einmal ganz kurz hier diesen roten Ton, ne? So, die ist schon ein bisschen wütend, weil wir sie angefeilt haben, Freunde. Aber das ist kein Problem. Kein Problem. Wir machen jetzt gerade erstmal ein bisschen ordentlich, ne? Aber, Leute, ich zeige euch gleich mal, wie man am besten so die Kunden glücklich macht. Die hat uns jetzt nicht so viel gegeben. Hat die uns echt nicht so viel gegeben? Ich werde der anderen, ich werde den ihr werdet sehen, Freunde. Ihr werdet sehen, was ich jetzt vorhabe. Mal gucken, was wir jetzt hier als nächstes haben. Komm mal her, jetzt hier die nächste. Oha, das ist eine richtige Queen. A Celebrity has... nee, Leute, ich bediene... Sorry, hier keine Influencer aus dem Weg jetzt hier. Ich bediene nur normale Kunden. So, ich möchte jetzt einmal ganz kurz hier beim Tag 2 einmal ganz kurz euch zeigen, wie viel Geld wir eingenommen haben. Wir haben jetzt nämlich $600. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal ganz kurz... ja, die Stühle. Wir müssen gemütlichere Stühle haben für die Kunden. Das ist doch schon mal besser. Armlehnen und sowas. Hier auch ein bisschen, Leute, wir brauchen einen grünen Daumen jetzt hier ein bisschen in der Wohnung. Ein bisschen ein paar Pflanzen, auch wenn die Pflanzen halt echt wack aussehen. So, neues Sofa, kommen wir auch nochmal dahin. Passt in unser Budget. Sieht schon mal ein bisschen mehr aus, diesen Nagelsalon jetzt, ne? Okay, komm, wir gehen mal jetzt hier in den nächsten Tag rein. Mal gucken, was die jetzt hier so haben möchte. Die möchte hier irgend so ein Muster drauf haben. Sehe ich aus wie ein Künstler oder bin ich ein Nageltyp? Mann, 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 Mann. Okay, dann gucken wir mal ganz kurz, wie wir das schaffen sollten. Kann ich jetzt hier irgendwas drauf machen, Leute? So, ich würde sagen, ich guck mal, ob ich das Muster irgendwie hinbekomme. Ne? Erstmal müssen wir jetzt hier das Ding so ein bisschen... Schack, schack, guck mal, Kreisbewegung ist das Neue, was man so macht, ne? So, wir gehen jetzt hier als nächstes und jetzt müssen wir irgendwie so ein Muster reinmachen. Oha. Okay. Jetzt müssen wir ganz kurz überlegen. Wir brauchen jetzt hier einmal hier ein bisschen weiß, glaube ich, hier war das, ne? Oder? Oh. Nein, jetzt pinse ich, glaube ich, falsch, oder? Verdammt. Ich habe den falschen ausgewählt. Oh Gott. Mal gucken, ob die zufrieden sein wird, Leute. Mal gucken, ob die zufrieden sein wird. Oh. Habe ich keine Farbe mehr oder warum malt er da unten nicht? Okay, dann machen wir hier unten nochmal eine andere Farbe. Oh, nee, unten wollen wir rot haben. Uiuiui, Freunde, was mache ich denn jetzt hier gerade? So. Okay. Ist die zufrieden? Ja.
Oh, wir haben es falsch gemacht. Wir haben es sehr, sehr falsch gemacht. Oh, die wird sehr, die wird sauer sein, Freunde. Komm, dann machen wir noch mal ein bisschen Pinky rein. Guck mal, wenn wir schon dabei sind, ne? Wenn wir schon dabei sind, ja. Die wird hier nie wiederkommen, Freunde. Das habe ich jetzt ein bisschen doof gemacht, ich glaube. Aber gefällt dir trotzdem, ne? Hätte ich ein bisschen mehr Geld bekommen können von ihr. Aber sah doch gar nicht mal so schlecht aus. Ich weiß gar nicht, was ihr Problem war. Ist doch eigentlich ganz ordentlich, Leute. Okay, wir gehen mal hier ins nächste rein. Und, oh, wir müssen jetzt hier einmal so einen Nagellack entfernen, beziehungsweise dieses Wattetuch aus dem Weg jetzt. Ich weiß, du hast uns, der hat nicht so doll gefallen. Ist auch kein Problem. Können wir jetzt hier schon mal ein bisschen was ändern? Nee, leider noch nicht, Freunde. Leider können wir nichts was ändern. Das heißt, die muss jetzt hier anscheinend erstmal wieder ein bisschen Geld hinterlassen. Was hat die denn für Ekelrotznägel? Was hat die denn gemacht, Freunde? Okay, erstmal, zack, bisschen sauber machen jetzt hier, ne? Mann, wo warst du denn mit den Nägeln? So, jetzt haben wir hier schon mal die Nägel sauber gemacht und das war's? Hast du keinen Nagellackentferner zu Hause? Warum kommt ihr dafür ins Nagelstudio? Na gut, hat ihr jetzt mal ganz kurz $350 hier gelassen, ne? Da sage ich nichts gegen. Oh, was möchte die denn für einen Nägel haben? Wir kriegen jetzt anscheinend auch gleich ein Geschenk, Freunde. Gucken wir jetzt mal ganz kurz. Okay, hier erstmal wieder ein bisschen sauber machen, ne? Mann. Ihr habt hier zu Hause keinen Nagellackentferner oder was? So, jetzt können wir hier anscheinend dieses Blaue benutzen. Na, ich würde sagen, wir machen eine Unterschicht. So, und dann erst das Blaue. Und das Blaue sieht aber... Oh, das gefällt dir aber gar nicht, ne? Kann das angehen? Das gefällt dir auch nicht. Sag mal, sorry, ich habe nicht das, was du haben willst. Das will die haben, aber dafür muss ich Werbung gucken. Gut, dann muss die halt ein bisschen traurig werden. Dann mache ich jetzt hier... ich mache jetzt ein bisschen Muster rein, okay? Hier kurz ein bisschen... Ich mache hier so einen kleinen Smiley. Pass auf, ich male das Ganze kurz rot an. So, ein bisschen rot anmalen und dann kriegt ihr von mir einen kleinen Smiley. Ah... Ja, mehr oder weniger, Smiley, okay, sorry, hier, das ist meine Kunst, das ist der neue Gucci-Nagel, hat sie trotzdem Geld entlassen, ich würde dafür auf jeden Fall kein Geld ausgeben, aber, ja, empfehlen sie uns weiter, ne, kein Problem, empfehlen sie uns weiter, gehen wir jetzt hier schon mal zum nächsten, ist der Tag schon um, ich will jetzt endlich wieder Feierabend haben, oh, was möchte die denn jetzt haben, die möchte jetzt hier anscheinend, auch schon wieder so ein Ekelrotznagel, ne, was ist das denn jetzt hier? Okay, was war? Warte mal. Okay, erstmal die ganze Kruste wegmachen hier. Okay, die ganze Kruste weggradiert, Freunde. Und jetzt, das war's schon? Wir sollten nur die Kruste weggradieren von ihr? Okay, kann man machen. Bin ich okay mit? Läuft auf jeden Fall bei ihr. So, jetzt möchte ich hier erstmal ganz kurz meinen Laden ein bisschen besser machen, ne? Weil wir jetzt, Leute, jetzt werden wir nämlich langsam ernst. Und ich sage euch gleich, wird es nämlich noch richtig heftig. So, erstmal jetzt hier die Lampe anders machen. Wir müssen ein besseres Licht haben, Leute. Wir brauchen ein besseres Licht für die Nägel. Und wir brauchen auf jeden Fall auch bessere Sitzmöglichkeiten, falls hier noch mehr Kunden kommen wollen. Das heißt, hier wird schon mal Holzstühle. Ist jetzt schon mal ein bisschen so auf Zahnarztniveau. So, jetzt haben wir nochmal ein paar Bilder, die wir jetzt verwenden können. Sieht ein bisschen schicker aus. Und dann, Leute, upgraden wir nochmal ganz kurz hier nochmal die Vorhänge. Dann sehen die nicht so aus, als wären die jetzt hier gerade im Knast. So, okay, jetzt können wir hier schon mal zum nächsten Tag gehen. Und ich glaube... Oh, was hat die jetzt hier? Aha, ein Influencer. Hm, was wissen wir, Leute? Weg mit dem. Wir machen keinen Influencer. Wir sind hier nicht in irgendeinem Nagelstudio, wo ihr mit einer Story hier eure Nägel bezahlen könnt. So läuft das hier nicht. So, halt mal deine Hände hin. Und erstmal muss ich jetzt hier schon wieder so eine Kruste wegmachen, ne? Mann, Freunde. Erstmal jetzt hier ganz kurz die Kruste wegradieren. Aber, verdammt, die wollte so ein... Jetzt will die so ein Ding haben, was ich gar nicht habe. Okay, dann kriegt sie erst, dann kriegt sie halt Spitzennägel, ne? So, bisschen radieren. Oh. Tut mir leid. So, jetzt hier nochmal ein bisschen radieren. Mhm, sorry. So, die nörgelt schon die ganze Zeit rum, Leute. Die nörgelt hier rum. Guck mal, jetzt hat sie hier irgend so ein... Ja, sieht doch nicht schlecht aus. Jetzt kann ich hier nochmal ein bisschen... diese Kruste wegmachen, Leute. Oh, okay, einmal ganz kurz hier nochmal von oben nach unten, zack und zack. Oh, ich hab sie, oh Leute, die hat auf jeden Fall nachher, die klagt uns nachher an wegen schwerer Körperverletzung, glaube ich. So, was müsste sie für eine Farbe haben? Gut, die haben wir am Start. Hier, die kriegst du jetzt so. Ist drauf, ist fertig, oder? Reicht dir das schon? So, ich lasse dir eine ganz kleine Spitze übrig. So, okay, sieht doch gut aus, ist auch gerade, ne? Vom Profi gemacht. Und die hat uns sogar ein bisschen Geld gegeben. Muss ich sagen, ist doch gar nicht mal so schlecht, Freunde, dass sie uns ein bisschen Geld gegeben hat. Finde ich auf jeden Fall echt gut von ihr. So, was möchte die jetzt von uns, Leute? Wir sind hier... Die möchte einen Hasen. Die möchte einen Hasen auf ihrem Nagel haben. Wenigstens kommt sie nicht mit so dreckigen Nägeln zu uns. Aber
Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall eine Grundschicht von einer Farbe, die ich natürlich wieder nicht habe. Ich glaube es ja nicht, Freunde. Okay, dann machen wir jetzt hier den Nagel bzw. den Hasen auf der Farbe, Leute. So, sorry. Ja, die Farbe haben wir leider nicht im Vorrat, ne? Das müsste auf jeden Fall das hier reichen. So, okay. Und dann gehen wir zum nächsten. Jetzt müsst ihr schon mal ein bisschen gucken. Schablone, der Hase ist auf jeden Fall weiß. Das heißt, wir machen das Ganze jetzt hier weiß, Freunde. Ich glaube, ich habe mich gerade verklickt. Malen wir mal ganz kurz über. Nichts passiert, ne? So, okay. Hase schon mal ein bisschen. Joa, ich glaube, das ist doch so, wie es sein sollte, oder nicht? Das müssen wir die Ohren einmal ganz kurz hier so machen. Oh, das wollte sie nicht haben. Nice. Dann nochmal hier rüber gehen. Da sagt sie wieder nice, ne? Findet sie ganz toll. Gut, gehen wir zum nächsten über, zur nächsten Schablone. Und dann müsst ihr einmal hier oben so eine kleine Erdbeeren haben. Okay, kein Problem. Fertig. Ja, hey, das sieht viel cooler aus, Leute. Nicht so ein... Oh, sie mag das gar nicht. Ja, sorry, ich hatte die Farbe nicht im Vorrat. Ich wollte jetzt dafür keine Werbung gucken, ne? Tut mir leid, weiter geht's jetzt hier. Ich muss mal einen Laden am Laufen bringen. Ich muss mal hier mehr Arbeiter einstellen, welche die für mich arbeiten und dann auch nochmal andere Kunden bedienen. Und was hat die denn für Nägel? Die sind ja komplett kaputt. Was ist denn hier los, Alter? Okay, ich würde sagen, die möchte nur so simple Nägel haben. Dann einmal ganz kurz, zack, zack, zack. Oh, so entspannt, Freunde. Und dann, den letzten. Und jetzt haben wir schon mal ein bisschen das Ding wegfeilen. Ja, wegfeilen. Und hier nochmal ganz kurz. Oha, Freunde, ich bin ja beeindruckt von mir selber. Natürlich möchte sie wieder etwas haben, wofür ich Werbung gucken muss. Also das glaube ich ja jetzt nicht. Dann kriegt sie halt einfach etwas, was so ähnlich aussieht, ne? So, hier, guck mal, zack, hier so ein bisschen hin und her. So ein bisschen noch, ist zwar noch was übergegangen, aber ich glaube, sie findet es toll, ne? Oha, sie findet es toll. Obwohl ich nicht mal komplett einen Nagel angemalt habe. Ist auf jeden Fall in Ordnung von ihr, ne? Gut, finde ich in Ordnung. Ich würde sagen, wir gehen hier schon mal ins nächste, in den nächsten Tag rein, weil wir können jetzt hier nämlich wieder ein bisschen unsere Bude hier ein bisschen aufwerten. Und zwar können wir jetzt hier schon mal die Sitzmöglichkeiten für neue Kunden verbessern von einem Holzstuhl. Ey, jetzt sind wir sogar schon einfach angelangt bei irgendeinem... oh, warte mal, wir können den Boden nochmal ändern. So, schon viel besser, Freunde. Vorher war das ein bisschen so Krankenhausboden. So, jetzt mal hier aus dem Weg jetzt hier. Komm mal rein hier. Und die möchte jetzt hier irgendwie... Was sind das denn für Muster, Freunde? Die möchte jetzt hier irgendwie wieder so ein... Ey, warum wollen die alle Farben, die ich nicht habe? Ich glaube, so eine kriegst du weiße Nägel hier. Guck mal, werd damit zufrieden. Weiße Nägel kann man nie was mit verkehrt machen. Auch wenn ich nicht komplett anmale. So, guck mal, die kriegt jetzt hier so richtig, richtig doofe Nägel von mir. Guck mal hier, zack, zack, zack. So, ich sag, das wird besser aussehen. Ey, sieht sogar echt eigentlich gar nicht mehr so schlecht aus, muss ich sagen. So, jetzt mal ganz kurz hier. Die ein bisschen Blätter anmalen. Jetzt so, guck mal, als nächstes, ne? Bist du schon zufrieden? Ich finde, das sieht echt besser aus als vorher, ne? So, jetzt hier nochmal ganz kurz, zack. Und dann fertig machen und sieht doch gut aus. Sind die roten, rosa Blumen auf weiß und... Oh, die hat mir auf jeden Fall jetzt gerade am wenigsten Geld gegeben, ne? Also so viel Geld, beziehungsweise so wenig Geld habe ich noch nie von einer bekommen. Finde ich aber sehr unfair von ihr, ne? Ey, Leute, ihr wisst, was wir mit Influencer machen? Genau, sie muss nämlich aufstehen und gehen, Leute, ganz entspannt. So, pass auf, sie möchte jetzt hier anscheinend eine neue Form haben, und zwar irgendwie so ein Square. Das Ding ist, ich habe diesen Square nicht, deswegen muss sie halt einfach mit diesem kleineren rechnen. Das heißt, einmal ganz kurz hier, zack, bap, 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 alles einmal abknipsen und dann so und so und so und einmal hier nochmal ganz kurz abfeilen. Okay, ist nicht schlecht. Hier haben wir sogar eine Farbe, die wir entweder verwenden können. Das heißt, wir sollten jetzt hier ordentlich Geld bekommen mal wieder. So, zack, 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 zack. Und ist sie zufrieden oder bist du nicht zufrieden? Ich denke mal... Oh, sie gibt uns volles Geld, Freunde. Sie gibt uns volles Geld, so wie es auf jeden Fall sein muss, ne? Sehr gut. So, immer rein hier mit dem ganzen Geld. Immer rein damit. Okay, jetzt haben wir ja schon mal die letzte Kundin von Tag 5, Freunde. Und ich glaube, was hat die denn jetzt hier für Muster? Also, das mache ich ja nicht. Kann ich die auch einfach irgendwie... Kann ich die auch weiterschicken? So, pass auf. Ich meine jetzt hier mal ganz kurz hier. Guck mal, pass auf, zack. Ja, ich weiß. Guck mal, sie ist schon am Wein. Ja, ist meine Taktik, ne? Achte nur drauf, das ist meine Taktik. So malt man die besten Sachen an. So, jetzt müssen wir nochmal ganz kurz hier das nehmen, die Farbe. Okay. Pass auf, ich sag's dir, es wird ein Kunstwerk. Es wird ein Kunstwerk und es wird dir gefallen. So, und zwar zack. Also schöneren Nagel kann man eigentlich fast gar nicht haben. Jetzt kannst du hier nochmal ganz kurz hier was Weißes reinmalen. So, hier, zack, guck mal, schön weiß. Guck mal hier. Ey, das ist moderne Kunst, Leute. Das ist moderne Kunst. Hier nochmal ganz kurz blau reinmachen. Blau hat noch ein bisschen gefehlt hier, so einen blauen Touch. So. Und ja, sieht doch hervorragend aus. Ich weiß gar nicht, was ihr Problem ist.
Ja! Dir dann so wenig gegeben wie noch nie, wie noch kein anderer. Okay. Gut, wir haben auf jeden Fall ein bisschen Geld gesammelt wieder für den 5. Tag, Freunde. Mal gucken, ob wir damit überhaupt irgendwas ausgeben können, weil ich glaube, wir müssen nur so 84 Dollar. Ich glaube, wir müssen auch hier bald bankrott gehen. Ich würde sagen, wir ändern nochmal ganz kurz das Sofa, na, damit die Kunden nochmal ein bisschen besser sitzen. Sieht auf jeden Fall aus wie ein gemütliches Sofa. Und der Rest, ja, den können wir uns alles leider nicht leisten, ne? Mann. Dafür, wow, Mirkan, guck mal, muss ich hier ein bisschen mit meinem Schwert ein paar Sachen, glaube ich. Pass auf, da sind Stifte. Ah, Alter. Zack, oh. Zack. Ja, zack und zack. Alter, ich muss die alle kaputt machen oder was hier? Und hoppa. Aber guck mal, unser Schwert kann auch oben kaputt gehen. Irgendwie haben wir eine Lebensanzeige. Stimmt, du hast recht. Oder, das zu upgraden? Oh Gott. Warte mal. Stimmt. Oh, was sind diese Ohre-Dinger? Was ist das? Hä? Das, weiß ich nicht. Okay, hier, komm, so da. Zack, 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 zack. Alter. Oh, oh. Sind die gut oder schlecht? Wir machen voll mein Schwert kaputt. Ich hab keine Ahnung, guck, wie unser Schwert aussieht. Oh nein. Oh nein. Ich hab nur 6 Leben. Level 2? Oh. Hä? Wie soll ich denn das schaffen? Ich glaube, wir haben ein Problem. Oh Gott. Hä? Mein Schwert. Okay, jetzt müssen wir anscheinend diese Dinger zusammenfügen, damit wir ein stärkeres Schwert machen. Jetzt können wir... Noch mehr verbessern. Und noch mehr verbessern. Alter, noch eins hier. Wie viel? Lol. Wir haben noch mehr Geld. Und ich habe noch mehr Geld, ne? Und ich habe noch mehr Geld. Aber dann kann ich nicht mehr, oder? Nee, okay. Und dann werden sie zusammenschmelzen, oder was? Bronzeschwert? Nein. Oh mein Gott. Und jetzt, bam, bam. Und jetzt sind wir ein bisschen stärker. Aber nur ein bisschen. Nicht krass, aber ein bisschen. Hä? Und jetzt können wir hier sogar Power und so. Oha, das ist echt krass, ne? Jetzt sind wir ein bisschen stärker. Wir haben auch ein bisschen mehr Leben. Jetzt haben wir 300 Leben. Ja, das sehen wir jetzt bei den Sodaflaschen. Oh mein Gott. Ja, oh mein doch. Gott. Zack, 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 zack. Zack. Alter, wir kriegen noch 20 Dollar jedes Mal, ne? Ba. Oh mein Gott, was? Die waren eben gerade nicht One-Shot, oder? Okay. Ne, die waren nicht One-Shot eben. Okay, Ohre-Dinger. Wichtig. Alter, wir sind gerade... Alter, ist ja voll cool. Oh. Zack, 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 zack. Oh mein Gott. Und Bambus. Ja. Oh, wir sind noch nicht so stark genug für Bambus. Oh Gott. Okay, und Level 3 jetzt sogar hier. Guck mal, zack. Komm, oh, jetzt kommt voll viel Bambus. Der macht, glaube ich, voll unser Schwert, glaube ich, kaputt, ne? Ich glaube, wir kommen nicht so weit. Da wollen wir eins so ein bisschen von Dinger Schwert. Jetzt hier. Oh nein. Nein. Das Schwertleben. Nein. Oh nein. Aber jetzt haben wir echt viel Geld bekommen, ne? Jetzt können wir... Sag es nicht. Ja. Als ob. Okay. Oh. Und? Und Speed. Okay. Und Power. Und... Zack. Und... Nein. Jetzt haben wir alles auf... Nein. Was ist denn Gun? Wir kriegen sogar eine Waffe? Nein. Okay, und jetzt würde ich sagen, schmelzen wir mal das Schwert zusammen. Mal gucken. Sieht das jetzt vielleicht anders aus? Ich weiß nicht. Nee, noch das Bronzeschwert. Ist noch das Bronzeschwert. Aber wie lang? Okay, haben wir ein bisschen... 20% mehr. Ist das auf jeden Fall... Er ist breiter, aber die Länge ist noch gleich, ne? Oh, hier können wir wieder... wir kennen den gerade... Das sieht aus, als wenn es länger ist irgendwie. Komm schon, bitte, lass... Ja! Oh mein Gott! Was? Zack. Au, das zieht ganz schön viel Leben, ne? Einfach Farbe. Das ist ein Ritter! Onga! Alter! Ich will Leben abgezogen. Geh in der Mitte durch! Komm schon! Oh Gott, hier gibt's Leben! Ja! Was? Wir haben voll viel Leben abbekommen! Zack! Und hier, komm! Bam! Und bam! Geld! Alter, das ist eine richtig starke Runde jetzt gerade. So, hier. Die blöden Farbeimer. Zack. Und das Bambus hier wieder. Und da vorne ist wieder ein Ritter. Und wieder Leben sehe ich gerade. Zack. Sehr gut. Forge Level 8 schon. Und zack. Komm her. Ongar. Und. Oh Gott, der zieht ganz viel Leben ab. Oh Gott. Aber wir haben wieder mehr Leben bekommen. Ja. Sehr gut. Und wieder so eine. Oh Gott, das ist ein Tor. Das Ohr, Bro. Das brauchen wir. Und da ist ein Tor. Ist ein Tor? Woher? In Ziellinie. Was ist das? Ich weiß nicht. Zack. Was bringt das jetzt? Okay, jetzt haben wir ein Tor und jetzt... Und am Ziel.
Wow, wow. Ah, da hinten ist ein Riesenschwert. Das brauchen wir. Oh was? Nein. Alter, da können wir so ein Excalibur-Schwert oder so bekommen. Und Iron Fist oder so. Alter. Das sieht richtig verrückt aus. Okay, ich glaube, jetzt haben wir hier ganz viele neue Ores, die wir uns auch kaufen können. Erstmal machen wir jetzt hier das Ding ein bisschen besser. Und jetzt kaufen wir mal so viele Ores, wie es nur geht. So. Die verbinden wir jetzt erstmal ganz kurz alle miteinander. Okay, jetzt ist die Frage. Bei welche Upgrades machen wir jetzt? Wir haben zwei Möglichkeiten. Was ich upgraden würde sagen, jetzt? Power ist wichtig. Power und Leben? Und Leben, hätte ich jetzt auch gesagt. Ich hätte jetzt Power und Leben sogar gesagt. Ja, Power und Leben würde ich auch sagen. So, Power und Leben. Und jetzt haben wir hier... Und? Oh, und, ist da noch ein Bronzeschwert? Da ist auch noch Bronzeschwert. Ja. Aber sieht, hä? Ey, sieht anders aus. Es ist komplett anders. Oh mein Gott. Okay, es sieht echt krass aus jetzt gerade, ne? Vielleicht kommt nach Bronze Silber und dann Gold oder so. Das könnte... Oh Gott. Hier kommen wir easy jetzt, oder nicht? Ja, easy. Also da geht's ja richtig easy durch. Seife. Wie gut. Oh. Okay, als ob ich Seife nicht einfach schneiden kann. Nydranten? Hä? Okay, haben wir auch. Alter. Zack, 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 zack. Alter, das ist so angenehm. Kann ich das kaputt machen? Ja, sogar das. Tatsächlich. Hätte ich gedacht eben. Das hat sehr viel abgezogen. Ich weiß nicht, ob das gerade so worth war. Oh, stimmt. Das hat echt viel abgezogen, ne? So, easy. Oh nein, da sind 2 Tonnen. Das sind 2 Tonnen. Ich glaube, ich auch so eine. Willst du es kaputt machen? Ja! Alter. Ich habe gerade 2 Tonnen einmal kaputt gemacht. Aber die Fahrtlosen sind immer noch nicht One-Hits. Guck mal da hinten, das ist ein Bonus-Level. Stimmt. Weg mit der Seife. Seife weg. Seife weg. Seife. Ah. Komm, Bonus-Level. Zack. Ja, zack, 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 zack. Okay, Bonus. Sehr gut, Bonus. Bitte leben. Was ist das jetzt? Oh, oh Gott, hä? Bam. Bambus. Wow. Oh, was? Oh nein, das war schon kaputt. Nein, Alter, das war ja richtig krass gerade. Ja, da können wir unser Schwert extrem heftig machen. Okay, das heißt jetzt hier Eisenschwert. Okay, nee. Ich glaube, wir können jetzt hier wieder ein bisschen mehr Ohrringer kaufen. Aber auch nur voll wenig. Hä? Haben wir nicht so viel Geld gemacht? Was machen wir jetzt hier? Geschwindigkeit oder Breite oder Länge? Ich hätte Breite gesagt. Breite, das ist noch ein bisschen breiter. Jetzt schmelzt es auch nochmal ganz kurz zusammen. Forge Level 10. Das ist ein bisschen breiter, ne? Aber irgendwie trotzdem ein bisschen enttäuschend, wie wenig jetzt wir gerade bekommen haben, ne? Ja, das stimmt. Ein bisschen wenig. Da müssen wir mein Schwert nochmal ein bisschen verbessern jetzt gleich. Wow, es geht weiter. Wir starten da wow. wieder. Wow, was? Yo. Und zack, 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 zack. Und zack, 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 zack. Alter, das ist so krass. Wir haben jetzt schon wieder 500 Geld. Yo, wow, wow. Und zack. Ey, als was? Ob satisfying. Das ist so satisfying, Alter. Und wow. Und hier durch, hier durch, hier durch. Hier durch. Das ist 5. Alter, wie wir alle kaputt gemacht haben, ne? Jetzt haben wir halt richtig viel Geld bekommen. Das war, oh Gott, Eis? Aber Eis ist doch leicht. Hey, ist das ein krasses Eis? Das ist Metalleis. Nein, ich habe nur noch 15 Leben. Soda. Immer noch nicht One-Shot. Oh. Ah. Nein. Ey, was? Okay, aber ich glaube, jetzt können wir unser Schwert deutlich verbessern, weil wir jetzt ja gerade wieder viel Geld bekommen haben. Das heißt hier. Aber die Orts werden ja auch teurer. Voll frech. Okay, hier, zack, zack. Die eine bleibt leider über. Wir können nur einen wieder upgraden. Ey, das darf nicht wahr sein. Dann die Länge. Länge. Machen wir die Länge auf jeden Fall. Zerschmelzen wir das mal ganz kurz hier. Rein da. Und es ist jetzt ein bisschen länger geworden. Und damit können wir, glaube ich, dann mehr Sachen auf einmal holen. Vor allem bei diesem Bonuslevel. Was echt praktisch sein könnte, ne? So, hier. Komm schon. Ongar. Ongar. Wir sind auch gleich Level 16 oben rechts. Ongar. Stimmt. Wir sind gleich Level 16, du hast recht. Das heißt, oh, und Soda. Das Soda immer noch nicht one-hit ist, ne? Nee, so. Irgendwie. Ja. Oh, das zieht richtig viel ab, ne? Du hast recht. Das ist nicht so schlau, das Ding. Das zieht zu viel. Das ist. Dual Hand! Dual Hand? Was? 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 Oh mein Gott! Ja, 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 ja. Und wir sind wieder full life. Tatsache. Warte, Ton. Und Leben. Und wieder full life. Alter. Hä, wie viel Leben kriegen wir hier? Wie viel Leben brauche ich gar nicht? Gib mir das Leben lieber gleich, nicht jetzt. Okay, jetzt hier. Za, 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 za. Okay, das ist krass. Alles durch. Alter, du bist ein richtiger Schwertprofi. Ich bin absoluter Ninja, Alter. Jetzt hier easy. Zack, 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 zack.
Und, oh mein Gott, wir gehen durch das Tor. Das heißt, ich glaube, wir kommen jetzt hier relativ weit. Highscore! Let's go! Du bist eine Assassine. Ich bin eine Assassine einfach. Was? Das ist richtig krass. Und wir haben eine neue Iron Fist. Aber, oh, Upgrade Ore. Ah. Können wir da nicht holen. Das wäre cool gewesen. Jetzt müssen wir hier leider wieder neu kaufen. Und, ey. Können sie wieder nur so richtig Billo-Sachen leisten. Okay, wir könnten jetzt entweder Speed upgraden. Oder ich wäre dafür, dass wir Stärke upgraden. Ja, Stärke ich auch. Bam! Stärke upgraded. Und zusammen machen. So, ich brauche jetzt hier ein besseres Schwert, bitte. Oh mein Gott. Was ist denn das jetzt für ein Schwert, Bro? Das ist ja so ein Excalibur-Schwert schon. Was ist das denn für eins? Ich kann gegen einen kämpfen. Trau dich doch mal, Kollege. Trau dich, hä? Easy. Oh Gott. Alter. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, aua. Aua. Heavy Attack. Oh. Steps. Ja. Hä? Du hast ihn direkt besiegt, Bro. Was? Wir haben gewonnen. Das hat es jetzt gebracht. Ein bisschen Geld haben wir, glaube ich, bekommen, ne? Okay. Ich glaube, nur ein bisschen. Oh nein, das Bambus sieht stark aus. Aber nicht für mich. Alter. Andere Farbe gewesen. Jetzt, der Ritter jetzt hier, der wird jetzt easy geholt hier. Komm schon. Ja, der hier auch. Easy. Der König hier. Zack. Jetzt Soda. Ich muss das durchgehen, oder? Direkt. Ja. Oh, ja, oh mein Gott, wie angenehm. Und zack, zack, zack. Und Ors. Okay, den lassen wir, der macht zu viel Schaden. Oh, verdammt. Ah, ja, gut. Oh, Holzstämme. Die bringen nur 10 Dollar und machen voll viel Schaden. Aber egal, da vorne ist neues Leben. Kein Problem. Komm schon. Komm schon jetzt hier, schön. Ja. Ja. Und hier. Leben. Und den auch kaputt machen. Besieg ihn. Kaputt machen. Zack, 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 zack. Oh, pass auf. Das ist, glaube ich, nicht so schlau gewesen, das Problem. Oh mein Gott. Leben. Oh Gott, wer ist denn das? Wer ist das Boss Battle, denn? Draco. Dracula. 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 Dein Schwert. Dracula. Okay, wir haben ein bisschen verloren. Egal. Da haben wir jetzt wieder Geld und Ores. Und Level 7 jetzt auch schon. Sehr gut, hier haben wir wieder Bamboo-Upgrades. Aber jetzt sind wieder die Holzstämme. Nein. Oh. Hä? Ich kann einfach durchgehen. Warum sind sie denn jetzt One-Shot? Farbdinger. Nein. Hä? Sind die nicht One-Shot? Nein. Hä? Die waren gerade voll stark, die Farbdinger. Was waren das jetzt gerade? Okay, kein Problem. Denn. Hä? Anscheinend haben wir gerade das Ohrskap bekommen. So, jetzt müssen wir die einmal wieder alle kurz kaufen. Wir können uns nur so kleine Sachen leisten. Okay. Wir können jetzt wieder ein Upgrade machen. Ist die Frage nur, was? Leben? Oder eigentlich ist Leben schon. Eigentlich ist nur Leben und Stärke wichtig. Ich weiß, eigentlich schon. Okay, komm, machen das rein. Essen wieder zusammengeschmolzen. Und rein hier. Okay, das war, glaube ich, ein stärkeres Schwert, ne? Ja, willst du mein Leben? Das sieht schon cool aus. Das sieht echt cool aus, muss ich sagen. Aber ich bin noch nicht. Komm hier, noch ein kleines Battle hier. Gegen den Kleinen hier. Den kriegen wir hin. Was kriegen wir dafür, wenn wir gewinnen? Zack, zack, Feuer. Aua, aua, aua. So, und... Ah! Oh mein Gott, der hat gesessen. Und Steps! Alter, die haben richtig gesessen. Und jetzt Tornado. Warte. Warte. Tornado, kann ich auch. Er macht auch Tornado. Zack, und Heavy... Oh nein. Egal, ich habe ihn trotzdem. Alter. Easy. Wir haben ein bisschen Geld bekommen, aber das war's auch. Krasse Sachen kriegt man jetzt nicht unbedingt. Das heißt, wir gehen jetzt wieder rein und machen jetzt hier ganz entspannt. Zack, zack. Und die sind jetzt echt irgendwie schwächer geworden, die Holzdinger. Aber die Paint-Dinger jetzt nicht. Nee, die sind immer noch so stark, komischerweise. Zack. Lohnt sich die überhaupt? Du verlierst 20 bei denen. Ist schon viel, ja, ich weiß. Ist schon echt sehr viel. Alter, ich verliere bei dem voll viel. Okay, jetzt hier noch... Ah, da vorne ist aber Leben. Alles gut. So, hier Bambus. Bambus easy. Ra, ra, ra. Zack, Geld. Und Hydranten. Kriegen wir aber hin hier. Easy, Tonn-Dinger. So, warte. Ja. Und Leben. Jetzt hier zack, 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 zack. Hö? Milchshakes. Oder sowas. Milchshakes. Was ist das denn? Urlaub. Wow. Also. Yo. Und zack. Oh, verdammt. Mann, das wollte ich gar nicht. Oh, was ist jetzt hier? Was ist das denn? Was ist das? Oh, zack.
Alter, wie viel Geld wir gerade bekommen haben. Okay, jetzt hier. Ah, komm schon. Komm schon durch Paint durch. Weg hier. Und Holz. Ja, ich glaube, nee. Oh nein, mein Schwert. Haben wir alles kaputt gemacht vom Holz. Und wir haben ein bisschen Geld, das wir gerade bekommen dadurch, ne? Das heißt, wir können jetzt hier wieder ein bisschen Ohre kaufen. Wir können nicht mal upgraden. Ein nur. Nein. Speed. Ist ja frech. Egal, sind wir ein bisschen schneller. Ist auch nicht verkehrt. Jetzt sind wir ein bisschen schneller mit dem Schwert. Und es hat einen anderen Look. Oder? Nee. Nee, doch nicht. Nee, ich glaube nicht. Aber wir können jetzt hier direkt... Wir starten gar nicht beim Anfang, wo wir gerade waren. Stimmt, wir starten anders. Zack. Zack, 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 zack. Okay, easy. On guard. Oh mein Gott, das ist so schnell, das Schwert. Alter, Assassine-Box. Guck mal hier, wie schnell das ist. Wir können da schnell durchgehen. So, Alter. Bro, du hast es gerade One-Shot kaputt gemacht. So. Ja, man kann es schneller machen, wenn man es so bewegt. Weil man ja quasi... Guck hier, pass auf. Siehst du? Und Vacation. Oh mein Gott, das ist so verrückt. Das ist ja so krass. Zack. Und zack. Und hier, easy. Ja, das ist ja... Kriegst du hier alle? Nein, einen übersehen. Egal. Okay, wir kommen hier auf jeden Fall ganz schön schnell durch. Aber jetzt aber Level 8, oder? Schafft man das? Ja, ja, schafft man hier. Kommen wir hier, zack. Easy, Level 8. Das war echt sehr knapp, muss ich sagen. Das war echt sehr knapp. Oh, Pringles? Da vorne sind Pringles. Was? Nein. Sag mal, das geht direkt kaputt hier, oder was? Und wir haben jetzt immer noch so wenig Geld. Warum haben wir nur so wenig Geld? Aber jetzt können wir aber, glaube ich, hier kommen, upgraden. Ey, so wenig, ne? Alter, wir können nicht mal was upgraden. Das ist echt wenig. Wir können nicht mal was upgraden. Schlechte das. Ja gut, dann geht ja nicht zum Schmelzen jetzt. Aber dafür starten wir jetzt hier direkt bei Level 8. Und zack, 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 zack. Ich hoffe, da sind Chips drin in der Dose. Ich auch. Komm. Zack, 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 da sind Chips drin. Da sind Chips drin. Ja, Mann. Okay, komm schon hier. Oh Gott. Das war doch nicht so schlau. Oh, wie viel Schaden hast du bekommen? Wie viel war das? Das war viel, oder? Du bist doch aus der 200. Ich hab nur noch 150. Okay, jetzt aber. Zack, zack, zack. Komm schon, alle einmal weghauen hier. Alle weghauen, Kollegen, aus dem Weg. Oh mein Gott, das ist ein Tresor. Das ist ein Tresor, mach auf. Aufmachen, gib mir das Gold. Wow. Okay. Bisschen Geld bekommen. Und zack, 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 oh, 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 Alter, das war knapp. Bro, das war richtig knapp. So. Okay, easy. Und jetzt hier. Und den nehmen wir lieber nicht mit. Oh, so, vorsichtig. Damit wir hin noch durchs Ziel kommen. Okay, und jetzt hier. Das ist ja das Tor. Mal gucken, wie weit wir kommen. Pass auf! Nein! Oh nein! Nein! Direkt davor. Ey, das war so blöd gerade von mir. Okay, jetzt. Jetzt können wir aber, glaube ich, hier wieder was verbinden. Aber auch nur ein. Auch nur ein. Ich glaub's ja nicht. Aber was nehmen wir da jetzt? Breite. Breite ist, glaube ich, nicht schlecht. So, das Schwert nämlich noch ein bisschen breiter. Und damit haben wir jetzt, glaube ich, ein richtig schönes, breites Schwert gemacht, Leute. Und guck, wir können jetzt ein bisschen rumlaufen und können jetzt hier zum Beispiel mal ganz kurz hier... Oh, seht ihr das? Die Zeit beeinflussen. Das heißt, diese ganzen Teile hier bewegen sich jetzt einfach mal viel, viel langsamer. Jetzt können wir hier viel leichter so vorbeigehen. Guck mal hier, alles entspannt mit unserem Handschuh hier. Und jetzt, Leute, haben wir ein bisschen mehr Platz sogar gerade bekommen. Das heißt, dieses Spiel hier ist auf jeden Fall auf irgendeine Weise relativ einzigartig. Und wir können jetzt hier sogar anscheinend mit einem Schnipser, wie Thanos das natürlich macht, die Mauern zerstören, Freunde. Und das Ding ist, die Level werden natürlich immer schwerer und wir müssen uns auch für ein paar Sachen einfach so entscheiden. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier wieder hingehen, können wir zum Beispiel aussehen, ob wir jetzt Platz wollen oder Zeit. Ich würde sagen, hier macht jetzt Zeit mal ein bisschen mehr Sinn. Das heißt, jetzt können wir hier ganz entspannt an den Dingern so vorbeistolzieren. So, guck mal hier, kein Problem. Auch das hier, kein Problem. Denn Realität wird jetzt anscheinend verändert. Das heißt, die Teile jetzt hier. Aha. Okay, also anscheinend wurde gerade irgendwas gemacht, Leute. Ich glaube, wir können jetzt hier einfach durchgehen wahrscheinlich. Ah!
Oder wir können hier auch nicht durchgehen. Guck mal, dann mache ich jetzt mal so, dass ich jetzt hier mal ein bisschen mehr Platz auswähle. Das heißt, jetzt haben wir mehr Platz statt Zeit. Das ist hier, guck mal, ganz kurz so, so und dann das hier. Und da wir jetzt natürlich mehr Platz haben, Freunde, ist es jetzt auch schon mal hier viel einfacher. Guck mal, jetzt hier ganz kurz mal, zack, und es werden anscheinend, jetzt werden die Dinger nämlich weggenommen. Eben nämlich nicht. Jetzt können wir ganz entspannt vorbeigehen und können jetzt wieder schnipsen, Freunde. Und dann die Wellen, bam, bam, bis mal 2 ist schon wieder. Das Gute ist, Freunde, wir kriegen jede Runde auch immer wieder neue Sachen freigeschaltet. Das heißt, wir können zum Beispiel hier mal ganz kurz wieder die Zeit einstellen. Oder wir machen Realität. Und ich glaube, hier ist auf jeden Fall Zeit ein bisschen besser, weil die sich ja alle quasi so gleich bewegen. Das heißt, hier können wir entspannt vorbeigehen. Und dann haben wir jetzt hier sogar ein bisschen mehr Power, Freunde. Oh, seht ihr das? Guck mal, wir können die kaputt machen. Bam, 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 bam und bam, bam. Alter, wir müssen die jetzt einfach alle kaputt gemacht, Freunde. Jetzt können wir wieder entspannt durchgehen und schnipsen wieder. Und es geht schon wieder bis mal 2 hin, Freunde. Alter, wie cool war das denn gerade, ne? Einfach mal ein bisschen mehr Power bekommen, Freunde. So muss es auf jeden Fall auch gehen. Jetzt haben wir hier wieder die Möglichkeit, ein bisschen mehr Platz zu holen oder Realität. Ich würde sagen, wir machen diesmal ein bisschen mehr Platz. Und ja, es war auf jeden Fall schon mal, was das angeht, die richtige Entscheidung. Das heißt, hier können wir entspannt vorbeigehen. Jetzt machen wir mal ganz kurz Power. Und jetzt können wir nämlich hier, guck mal, wenn die jetzt nämlich hochkommen, zack, zack, machen wir uns hier unseren eigenen Weg, Freunde. Guck mal hier, können wir alle kaputt, ja, guck mal. Hier nochmal ein paar kaputt machen, hier einfach auch Spaß, weil wir es können, ne? So, hier, zack. Und dann gehen wir hier wieder durchs Ziel, Freunde. Und schnipsen wieder unseren Weg nach vorne durch die Mauern durch. Und ich bin mal gespannt, wann wir quasi das Ganze mit dem Multiplizierer erhöhen können. Ne? Wir können jetzt hier zum Beispiel, oh, wir müssen, glaube ich, seht ihr das? Wir können jetzt auch einen anderen Handschuh kaufen. Ich bleibe erstmal bei dem Thanos-Modus, Freunde. Aber wir haben jetzt hier eine neue Fähigkeit. Und zwar Mind. Bedeutet anscheinend irgend so eine Kopfsache. Und jetzt. Okay, ich könnte einfach so über die ganzen Sachen rüberfliegen. Und hier würde ich sagen, macht auf jeden Fall ein bisschen mehr Platz Sinn. Das heißt, wir können hier einfach entspannt vorbeifliegen. Und schnipsen einfach wieder unseren Weg nach vorne, Freunde. Bam! Und wieder durch die Mauern durch, Leute. So will ich das auf jeden Fall sehen. Das heißt, hier haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar Sachen fertig gemacht. Und oh, jetzt können wir natürlich gucken, dass wir, wenn wir die Zeit anhalten oder Power machen. Ich würde sagen, hier macht auf jeden Fall Zeit Sinn. Und jetzt schnell durchlaufen. Ja, es hat auf jeden Fall sehr viel Sinn gemacht. Jetzt können wir auch hier ein bisschen mehr Platz machen oder Mind. Ich würde sagen, wir machen ein bisschen mehr Platz. Und dann noch dazu die Realität, ne? Und ja, okay, ein paar sind auf jeden Fall durchsichtig. Das heißt, wir können jetzt also hier entspannt vorbeilaufen. Hier auch entspannt vorbeilaufen. Und einfach easy durchs Ziel. Also, Leute. Oh! 1, 2 und 3. Wir haben zum ersten Mal mal 3, Freunde. So wird es auf jeden Fall sehen, Freunde. So, wir gehen jetzt ja schon mal direkt zum nächsten. Und können jetzt wieder spielen. Und dann würde ich sagen, wählen wir jetzt diesmal. Oha, jetzt haben wir auf jeden Fall echt was Krasses, das wir aussehen können. Das heißt, erstmal mache ich jetzt mal Power. Dann mache ich das, wenn wir ein bisschen mehr Platz haben, ja? So, dann mache ich das so, dass sich die Zeit ein bisschen verringert. Dann mache ich das so, dass wir nochmal ein bisschen mehr Platz haben. Und dann nochmal die Realität ein bisschen anders. Das heißt, hier können wir jetzt theoretisch easy durchlaufen. Vor allem mit unserer Power noch dazu. So, haben wir jetzt nochmal ein bisschen mehr Power nochmal dazu. Und können jetzt hier zum Beispiel bam, ein paar Sachen kaputt machen. So, hier, Leute. Alter, nix los. Hier, nix los. Wir machen alles mögliche kaputt und können jetzt entspannt durchgehen, Leute. Und schnipsen. Wir können jetzt hier mit 4, 1, 2, 3, 4 Wellen durchschießen, Leute. Alter, okay. Das heißt, die nächsten Runden werden jetzt auf jeden Fall mega interessant. Wir müssen jetzt hier sogar kurz gucken, dass wir hier sogar den richtigen Weg wählen. Weil jetzt müssen wir natürlich das alles vergrößern, dass wir durchgehen können, ne? Oh Gott, okay. Das heißt, hier durch. Und, jetzt müssen wir mal ganz kurz überlegen. Das nehmen wir jetzt. Nehmen wir Zeit oder Mind. Ich würde sagen, Mind macht hier ein bisschen mehr Sinn, Freunde. Und dann fliegen wir einfach rüber. Und können einfach entspannt durchziehen wieder. Schnips natürlich nicht vergessen. Bam, bam, durch 2 Wände wieder durch. Das heißt, je mehr Sachen wir nehmen, desto mehr Wände können wir quasi dann auch zerschießen. Ne? Das heißt, hier ist nämlich hier auf jeden Fall mal ganz entspannt hier ein bisschen mehr Platz. Oh nein, jetzt ist es nur größer geworden, Freunde. Okay, ich hätte, glaube ich, die Zeit nehmen sollen. So, das heißt, hier kurz durch. Und, jetzt nehmen wir auf jeden Fall mal, ja, guck mal, meint. Und dann können wir einfach easy rüberfliegen, Freunde. Yeah, wuhu. Und durchs Ziel schon wieder. Und Schnips nicht vergessen. Ey, das ist halt echt mega cool, ne? So, was haben wir jetzt hier als nächstes? Das haben wir jetzt auf jeden Fall auch wieder gemeistert. Jetzt wird es auf jeden Fall ein bisschen knifflig hier. Ich würde sagen, wir machen hier auf jeden Fall mal ein bisschen mehr Platz. Okay, das war ein bisschen blöd. So, und lauf, lauf, lauf. Okay. Puh. Und dann Realität, Freunde. Das heißt, hier werden ein paar Sachen verändert. Das heißt, so, wir können jetzt durchgehen.
und entspannt durchgegangen. Jetzt kriegen wir wieder zwei Wellenfreunde und die schießen wieder durch die Mauern durch. Und jetzt geht es direkt hier ins nächste rein und da können wir jetzt nämlich das Krasseste machen. Wir können jetzt hier nämlich, Leute, erstmal die, wir nehmen Power, ja. So, Power ist jetzt hier am Start, das heißt, hier machen wir ganz kurz die Teile kaputt. So, alle kaputt gegangen. Und dann würde ich sagen, machen wir ein bisschen mehr Platz. Ja, okay. Und jetzt können wir eigentlich hier auch wieder durchlaufen, Freunde. Weil, wir will mal wissen, was passiert, wenn wir jetzt alle hier zerstören, ne? Das heißt, wir gehen ja durch und zerstören hier alle möglichen Teile. So, das und nochmal das hier vorne. Zack, und jetzt haben wir alles zerstört. Kriegen wir jetzt, glaube ich, mehr Wellen? Oder wie sieht das aus? Und wir haben nur zwei Wellen. Das heißt, es macht keinen Unterschied. Wir können eigentlich im Grunde auch ganz normal schnell durchlaufen, wie wir es vorher auch gemacht haben. Okay, als nächstes haben wir jetzt hier ein bisschen mehr Platz. Wäre nicht schlecht, ja. So, ein bisschen mehr Platz haben wir schon mal bekommen. Das ist optimal. Das heißt, ich kann kurz durchgehen, entspannen und dann die Zeit mal ganz kurz wieder verlangsamen, Freunde. Und dann hier, kein Problem. Spazieren wir ganz entspannt mit unseren Fingerchen so vorbei, Freunde. Alles easy und dann bam, bam. Wieder beide Wände weggehauen. Ey, was will man mehr, Freunde? Was will man wirklich mehr? So, jetzt haben wir auf jeden Fall hier was Trickyhaftes. Deswegen müssen wir überlegen. Ich würde sagen, wir machen die Realität ein bisschen anders. Und jetzt haben wir hier... Nein, es hat sich nichts verändert. Okay, wir gehen durch. Okay, kein Problem. Hier müssen wir einmal ganz kurz durch das Loch durchfliegen. Und durchs Loch durchkommen. Und wieder schnipsen und dann bam, bam. Und ich sehe gerade... Die Farbe wählt sogar aus, was wir quasi ausgewählt haben, ne? Und ich frage mich gerade, ob das halt auch irgendwie einen Unterschied macht. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel hier, wie wir es jetzt mal machen sollten, und zwar, ne, hier macht meinen keinen Sinn. Ich würde sagen, hier machen wir ein bisschen mehr Platz, so. Das heißt, wir laufen jetzt hier außen. Oh Gott, ich bin ja fast runtergefallen. Okay, jetzt machen wir hier ein bisschen mehr Power. So. Power ist am Start jetzt hier. So, kaputt machen hier die Teile. Hier auch nochmal, dich auch nochmal kaputt machen. Und dann machen wir nochmal ein bisschen mehr, machen ein bisschen die Zeit mal kleiner. Das heißt, hier mal ganz kurz durchlaufen und dann hier durchstolzieren und dann mal easy ins Ziel, Freunde. Und natürlich wieder schnipsen und oh, wir haben jetzt drei Mauern, die wir gerade zerstört haben. Alles klar, läuft auf jeden Fall. Gehen wir dann direkt wieder ins nächste rein und dann machen wir mal ein bisschen mehr Platz. So, das heißt hier ein bisschen mehr Platz. Das heißt hier, oh, vielleicht wäre auch Zeit gar nicht mal so schlecht gewesen, weil jetzt müssen wir natürlich mal ein bisschen warten. So, jetzt können wir jetzt sogar zwei überspringen. Hier ist nur ein, weil hier, jetzt genau, jetzt kommt er hier. Und jetzt müssen wir einmal, oh, jetzt wird's knifflig, Freunde. Jetzt müssen wir nämlich hier mit der Mind-Sache. Okay. Nix los, sind durchgeflogen. Alles entspannt, Freunde. Und wieder durch zwei Mauern durchgescheppert. Ja, Mann. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Wir können jetzt hier mal kurz wieder mit unserem Handschuh hier so durchfliegen, Freunde. Durchs Loch durch. An dem Ding vorbei. An dem Ding vorbei. Und jetzt können wir sogar Mind und Power auswählen, Freunde. Das heißt hier... Oh ja, ist gerade Power anstatt. Jetzt können wir einfach hier durchfliegen, Freunde. Ohne Probleme, ohne dass wir irgendwie Angst haben müssen. Können wir jetzt hier ganz normal durchballern. Und haben jetzt sogar noch zwei Wellen, die jetzt wieder die Wände kaputt machen, Freunde. Auch wieder optimal, ne? Boah, Alter, wie wir die alle geholt haben. So, jetzt hier brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Platz. Ja, ah, vielleicht hätten wir auch Zeit nehmen sollen. So, okay, dann würde ich mal sagen, nehmen wir hier auf jeden Fall Power. Dann können wir es nämlich so machen, dass wir jetzt hier, zack, das kaputt machen, kaputt machen. Kaputt machen, kaputt machen. Und hier, bevor die uns wohl treffen, werden die kaputt gemacht, ne? Genau. Das heißt, guck mal, wir können hier so stehen und der kann es nicht kaputt machen. Und die Realität wird jetzt hier sogar noch verändert. Das heißt, hier verschwindet ein Ding sogar. Und bam! Und mal gucken, können wir stehen bleiben? Ja, das ist so genial, Freunde. Wir können einfach stehen bleiben und schießen dazu sogar noch drei Wellen durch die ganze Mauer. Und ich frage mich, was man am besten machen kann, dass man bis da hinten kommt, ne? Übersehe ich vielleicht auch irgendwas, irgendwas hier? Bin ich vielleicht immer das Falsche aus? Mach mal ein bisschen Realität anders. Und jetzt habe ich leider... Oh Gott, das ist nur... Lauf! Oh mein Gott, das war mega knapp. Okay, Power, nehmen wir mit. Mind, nehmen wir auch mit. Zeit, nehmen wir auch mit. Das heißt... Ja. Oh mein Gott. Okay, und dann nochmal ein bisschen mehr Platz. Und was ist das denn? Seele? Was? Nehmen wir jetzt... Oh mein Gott. Wow. Ey, wenn man alle Farben ausgewählt hat, Freunde, dann kriegt man den Seelenstein. Und jetzt kriegen wir wahrscheinlich... Yo! Bam, 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 bam!
Bam, Alter. Durch 6 Mauern gerade durchgeschossen, Freunde, mit dem Seelenstein. Alter, okay. Wir nehmen auf jeden Fall direkt mal 6 und plus 60. Und diesmal haben wir schon mal andere Sachen, die hier passieren. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, ich hätte glaube ich, mal 5 nehmen sollen. Das wäre, glaube ich, viel heftiger gewesen. Okay, hier auf jeden Fall mal 4 Leute. So, den richtigen Weg nehmen. Und jetzt hier auf jeden Fall die Brücke wieder. Oh Gott, da wurde auf jeden Fall echt eine Hälfte von uns gefühlt fast abgerissen, Leute. Aber kein Problem, wir landen bis auf 5,2. Und das ist halt echt mega, mega gut. Ne? Guck mal, jetzt haben wir sogar schon wieder einen neuen Skin, den wir quasi gleich bekommen können. Auf jeden Fall nicht schlecht. Wir können jetzt sogar hier wieder anscheinend unser Boot auffüllen, Freunde. Guck mal hier. Das heißt hier, dieses Boot, oh, es wird ganz voll gemacht. Ja, es reicht noch nicht. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall gleich auch dieses Grundstück freischalten, Leute. Damit wir quasi mit unserem Boot wieder attackieren können. So, hier auf jeden Fall Einkommen ein bisschen mehr generieren. Und dann machen wir plus 100 auf jeden Fall. Ja, plus 100, plus 30. Und jetzt auf diesen Turm hier rauf. So, plus 25, plus 40 und... Hui! Und gegen die kämpfen. Und zack und zack. Oh, wir werden auf jeden Fall so eine riesengroße Armee werden. Hier haben wir auf jeden Fall ein paar verloren, aber wir schnappen uns den 80er-Bonus, Leute. Und kämpfen jetzt hier gegen diesen krassen Typen. Aber ja, okay, hat auf jeden Fall ein paar geschlachtet, aber nicht alle Leute. Deswegen, den haben wir auf jeden Fall easy geholt. Hier, gut, diesen Bonus kann ich mir gerade leider nicht mehr holen. Dafür bräuchte man auf jeden Fall Werbung, die man gucken muss. So, mal gucken, können wir jetzt hier schon... Zack, zack, mal gucken. Ich glaube, wir sollten unser Boot eigentlich jetzt gleich schon losschicken können. Und es sieht danach aus, als... Ja, attackieren. Oh yeah. Jetzt kriegen wir wieder ein paar neue Diamanten. 50 Stück, Leute. Und jetzt haben wir 90 Stück. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur 110, um quasi wieder ein neues Grundstück zu bekommen. Was schon mal sehr, sehr gut ist. So, jetzt sind wir auf jeden Fall plus 60, plus 50. Springen rüber und kämpfen wieder gegen die. Oh yeah, Leute. Ich sag's, wir werden nachher hier die größte Armee haben. Bis zum geht nicht mehr, Leute. So, jetzt hier mal ganz kurz das Rechte nehmen und dann hier zack rüber, okay. Und mal gucken, wie viele wir jetzt hier am Ende haben. Ich sage mal 4,8. Oh, fast. Das ist 4,6. Alter, wäre es jetzt 4,8 gewesen, wäre so heftig gewesen, Leute. Und das anscheinend gleich der nächste Skin, den wir bekommen. Also hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen das Boot vollfüllen. Kein Problem. Mal 4, mal 5. Oh Gott, sind wir... Oh Gott, hier geht so eine Schranke auf jetzt, ne? Und oha, hier wird ordentlich gekämpft. Wir sind nur 37, ist voll wenig. Oh, plus 30. Oh, ich hätte mal 2 nehmen sollen. Oh Gott, wir wohnen in der Mitte. Wir wohnen einfach gerade in der Mitte getrennt. Okay, so, ich habe jetzt noch 50 Stück. Das ist irgendwie ein bisschen wenig, glaube ich, oder? Kann das angehen, dass es ein bisschen wenig ist? Ich bin gerade mal auf 3,4. Ich glaube, das war ein bisschen wenig. Mal gucken. Wir nehmen jetzt mal hier die rechte Belohnung. Und zwar müsst ihr dafür einmal einen Like da lassen, Freunde. Damit wir die rechte Belohnung nehmen. Und wir haben 20 Diamanten. Ja, man hätte auch 300 Dollar haben wir schon mal bekommen. Also, 20 Diamanten ist auf jeden Fall nicht so heftig, muss ich sagen. Aber hier auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen Dollar bekommen. Von daher eigentlich in Ordnung. Hier wieder klick, bisschen draufklicken. Und dann auf jeden Fall, wir nehmen jetzt direkt am Anfang mal 5 oder plus 40. Ich sag jetzt 40 und dann mal 3. Oh yeah. Ich glaube, das war der beste Move, den wir gemacht haben. Und dann mal 5. Mal 5, mal 2. Oh mein Gott, wir haben gerade voll viel verloren, oder? Wir haben gerade voll viele verloren. Wir hatten doch gerade voll viele, oder nicht? Ey, toll, wir waren gerade so viele. Nein, nein, jetzt habe ich nur mal 40 bekommen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ach toll, ey, Mann. Wir hatten gerade richtig viele mit mal 5 und sowas, ne? Ey, das war echt unnormal, Freunde. So, hier nehmen wir jetzt mal 5, plus 25 und dann 40. Ey, warum waren wir gerade so viele? Das war ja unnormal, Freunde. So, hier auf jeden Fall 3 und dann zack. Okay, ich glaube, war 3 gut, oder? Ich weiß gerade gar nicht. War das schlauer? Ich glaube schon. Vielleicht ein bisschen. Auf jeden Fall gehen wir uns hier diesen Turm. Und dann wieder plus 50. Und dann ganz nach links. Und dann rüberspringen. Und dann gucken wir, wo wir jetzt diesmal landen. Ich sage 4,6. Oha, auf 5 sogar. Okay, 5 ist gerade gar nicht mal so schlecht. Aber wir werden auf jeden Fall jetzt die heftigeren Level spielen. Und ich sehe gerade, wir haben anscheinend jetzt hier wieder einen neuen Skin. Ich frage mich gerade, ob das was bringt, wenn man sich jetzt quasi den holt oder so. Sollen wir mal öffnen, Leute? Ich weiß nicht, ob das schlau ist, ne? Ich glaube, ich mache eher lieber, dass wir mehr Starteinheiten bekommen. So, jetzt haben wir mehr Starteinheiten und ich glaube, wir müssten 60 nehmen. Ja, 60 und dann mal 2. Okay, okay, das war schon mal... gar nicht mal so blöd. Und dann greifen wir direkt hier wieder an, kriegen wir mal ganz kurz hier plus 10. So, und zack. Und zack.
dann machen wir plus 40, plus 60 und dann sind wir schon mal, ey, sind schon mal direkt mega, mega viele und kämpfen nochmal hier gegen diese Armee, kein Problem. 141 nochmal, okay, 140, hat leider noch ein paar geschlachtet, aber diesmal landen wir Safe Call auf 5, Leute. Safe Call auf 5,2? Was? So hoch? Okay, unsere Startarmee, die wir am Anfang geformt haben, war anscheinend gar nicht mal so schlecht. So, hier maximal, oh, es könnte schon reichen, Leute. Es könnte schon reichen für eine Attacke. Ah, nicht ganz. Uns fehlt auf jeden Fall, wir müssen noch eine Runde spielen jetzt hier. 25 mal, oh ja, okay. Das ist schon mal nicht schlecht, Leute. Und zack. Und auf jeden Fall jetzt mal 3. Oh ja. Oh mein Gott. Oh nein, wir haben schon ein paar verloren. Aber kein Problem. Wir kämpfen nochmal ganz kurz das hier weg. Und dann, oh, oh, ey. Oh, okay, hat ein paar mehr verloren. Aber diesmal jetzt plus 80. Ah ja, oh mein Gott, wir sind gerade so viele gegen diesen Endgegner jetzt hier. Komm, schlachtet ihn alle weg. Und, oh ja, es haben echt viele überlebt. Jetzt müssen wir eigentlich ganz gut Geld bekommen, ne? Gut, hier hätten wir jetzt wahrscheinlich wieder ordentlich Diamanten bekommen. Aber ja, pass auf jetzt, pass auf. Seht zu, wie die 8 jetzt hier die Prozente ausreichend angeben, oder? Nee, leider nicht. Aber kein Problem, Freunde. Wir machen jetzt hier direkt plus 30 mal 2. Und dann einmal ganz kurz den Turm angreifen hier, kein Problem. Hier nochmal vorbei, gehen dann plus, ja gut, hier, diese 5 juckt jetzt nicht groß. Und hier nochmal gegen die Kämpfe, jetzt machen wir auf jeden Fall mal 2 plus 60. Oh mein Gott. Ah, da wurden noch ein paar ausgelöscht leider, aber kein Problem. Wir landen aber trotzdem auf 5,0. 4,8, ey, das wäre so gut gewesen, wenn wir jetzt gerade auf 5,0 gewesen, ne? Das wäre echt cool. Und wir haben auch gleich diesen Skin jetzt hier frei. Das ist schon mal echt cool. Oh ja. Oh ja, das wird ausreichen. Wir werden jetzt wieder attackieren können, Leute. Ja, ja, attackieren. Attackieren. Jetzt haben wir ja die Möglichkeit. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Seht ihr, Leute? Wir haben jetzt was Neues gekauft. Und zwar können wir jetzt hier... danach kostet es 250 Diamanten. Gut zu wissen auf jeden Fall, Leute. Gut zu wissen, dass wir jetzt auch wieder mehr Gegner haben. So, jetzt hier ganz kurz plus 80, plus 15. Hier werden wir ein paar ausgelöscht leider, aber wir können auf jeden Fall den Turm angreifen. Und hier mal 5. Bam! Och nein, wir wurden auf jeden Fall wieder gut ausgelöscht leider. Aber kein Problem, Leute. Ah! Gut durchgekommen. Und mal gucken. Ah, das wird glaube ich nur 4,6. 4,4. Och Mann, ich war schon wieder so nah dran, Freunde. Und diesmal nehmen wir die Mitte. Und ihr müsst jetzt auf jeden Fall auf den Au-Button drücken, Leute. Und jetzt haben wir ja 20 Diamanten. Ich hätte lieber das Geld gehabt, muss ich sagen. Ich muss wirklich sagen, ich hätte lieber das Geld gehabt. Aber perfekt, wir haben jetzt auch einen neuen Skin. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt. Wir können uns den quasi holen, aber ja, brauchen wir jetzt nicht, Leute. Und dann können wir jetzt hier einmal ganz kurz unser Einkommen besser machen, ne? Bedeutet, dass wir jetzt hier ganz kurz mal erstmal größer werden. So, und dann kriegen wir auf jeden Fall, oh mein Gott, mal 6. Mal 6, oh nein, ja. Guck, wie viele wir sind, Leute. Oh, das werden wir noch niemals überleben. Oh Gott, der hat nochmal die Hälfte ausradiert. Aber, oh nein, und ich habe nur mal plus 40, nicht plus 80, Leute. Oh mein Gott, das könnte knapp werden, ne? Okay, naja, es war halb knapp. Also es hätte auf jeden Fall übler enden können, ne? Oh mein Gott, jetzt haben wir direkt plus 100, plus 40. Und deswegen, ich würde sagen, nehmen direkt plus 100, plus 40 und dann, ah, hier nochmal plus 100. Sehr gut, muss ich sagen. Finde ich sehr, sehr gut. So, aua, aua, aua. Okay, plus 66, plus 60 nehmen wir nochmal ganz kurz mit. So, plus 60, okay. Ah, dann sind wir Safe Call auf der 5,2, sage ich. 5,2. Oh, 5, ey, dass ich mich jetzt hier echt nicht mehr richtig reinschätzen kann, ne? Ist schon ein bisschen ärgerlich. Okay, dann können wir hier nochmal ein paar Sachen machen. Ja, maximal so. Oh mein Gott, das würde locker werden, ein Angriffsboot, oder nicht? Das könnte ein Angriffsboot werden. Ah, nein, 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 okay. Brauchen wir noch ein paar mehr Diamanten. Das ist aber kein Problem. Das kriegen wir auf jeden Fall noch hin, Leute. Das ist auf jeden Fall das geringste Problem. Das schaffen wir mit links. So, hier ganz kurz mal gegen die kämpfen. Dann gegen die kämpfen. Dann hier nochmal plus 10. Plus 10 mal 4. Oh, ja. Aua. Okay, gegen die kriegen wir... Aua, das ist hinten also mal ein bisschen ausradiert. So, hier. Plus 30, plus 40. Und dann sind wir... Oh mein Gott, mit echt vielem Ziel, ne? Das wird Safe Call 5,4 oder sowas, ne? 5,6. Alter, ich glaube, also wie soll man bitte schon 6,6 schaffen, ne? Frage ich mich da wirklich, Leute. Wie soll das klappen? Okay, Skins anscheinend... Wollen wir öffnen? Komm, wir öffnen mal. Mal gucken, was passiert, Leute. Mal gucken. Ah, ich habe nur einen Skin jetzt freigeschaltet. Okay, dann nehmen wir den Skin jetzt. Mal gucken, ob der jetzt irgendwas bringt. 100 haben wir jetzt hier schon mal. Dann hier, oh mein Gott, mal 5. 200 mal eben am Start. Kein Problem. Kämpfen wir wieder gegen die. Oh, wir müssen jetzt hier auch... Oh, zack.
Und einmal ganz kurz durch die Mitte durch. Kein Problem jetzt hier. Und Bonus. Dann nehmen wir uns den 80er. 80er Bonus. Oh mein Gott. Mit wie viel Skins wird's? Ey. Oha. Wie viel kann er auf einmal wegprügeln? Warum ist er so gut, der Gegner jetzt hier? Der war auf einmal richtig gut, Leute. Oh, läuft auf jeden Fall bei dem. Okay, mal gucken. Wir bauen hier auf jeden Fall nochmal ganz kurz. Oh ja. Oh ja. Ihr seht hier schon mal, das ausgeraut ist. Das wird auf jeden Fall reichen. Damit können wir uns auf jeden Fall attackieren. Oh, 70. Habe ich 70 Diamanten habe ich gerade bekommen. Das ist echt gut. Guck mal, die können das auch nochmal direkt loslaufen, Leute. So, okay, dann machen wir hier direkt mal, oh mein Gott, mal 6 und dann mal 3 machen wir, glaube ich, ne? Mal 6. Oh, ich weiß nicht, ob das so schlau war. Ich glaube, wir hätten was anderes nehmen sollen. Ich glaube, oh Gott, wir hätten 80 nehmen sollen. Und zack. Oh, oh, mal 3. Nein. Oh, aua. Okay, es haben wir uns auf jeden Fall. Okay, es wird auf jeden Fall ein bisschen schwieriger jetzt, Leute. Die Level werden schwieriger und oh mein Gott, das wird jetzt ein 3,8, sage ich. 3,8. Das habe ich doch jetzt mal gut geschätzt, Leute. Das habe ich doch jetzt mal gut geschätzt. Guck mal hier. Das ist auch gleich schon der nächste Skin, den wir hier bekommen. So, dann nehme ich jetzt mal plus 10, plus 80, Knopf drücken und dann mal ganz kurz gegen die hier ankämpfen. Auch plus 10 aus dem Weg. Oh mein Gott, mal 3. Sehr gut. Ein paar sind draufgegangen. Nicht so schlimm, Leute. Halb so wild. Plus 50, plus 25. Ah! Ah, okay, es sind ein paar, wir sind leider draufgegangen. Aber es ist jetzt ein stabiles 4,2, sage ich. Oh, 4,4, ich hätte es wissen müssen, Leute. Das ist halt ein bisschen links. 300 Münzen, sehr gut. Das war wichtig, Leute. 300 Münzen sind sehr gut. Und jetzt nochmal 200. Das heißt, wir können jetzt hier unsere Starteinheiten erhöhen und können jetzt direkt hier schon mal mit 8 Leuten loslegen. So, hier mal ganz kurz kämpfen. Dann mal plus 25, plus 100, sehr wichtig, Leute. Und dann nochmal hier gegen diese Einheit kämpfen. Auch nochmal ganz kurz plus 50, plus 10 und dann sprengen. Und gegen den Bonus. Pass auf. Und 80. Ja, Mann. Stabile 80 dazu bekommen. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir ihn jetzt hier wieder besiegen. Kämpf gegen die alle. Los, kämpf gegen ihn. Haha. Und wir haben ihn auch wieder geholt, Leute. So, wie es auch sein soll. So, komm mal hier. Maximal. Zack, zack, zack. Und ich will auf jeden Fall noch unbedingt dieses Feld da freischalten. Okay, wir machen jetzt mal, nee, 40 mal 2. Ich glaube, es war schlauer, ne? War das schlauer? Ich hoffe, es war schlauer, Leute. Wenn das nicht schlauer war, dann bisschen miese Zeiten. So, jetzt hier mal 4 und 25. Ah, ah, okay, hier nochmal ganz kurz. Alle aufgegessen, plus 25. Und das wird jetzt stabiles 5,0, sage ich. Oh, 4,8, das kann doch nicht angehen, Leute. Dass ich da so Pech habe. Ich dachte, ich hatte ein bisschen mehr Glück oder sowas. So, habe ich hier noch ein paar? Okay, noch nicht, leider. Dann machen wir jetzt hier direkt plus 100. Okay. Wuppa. Oh mein Gott, das war so knapp. Dann hier direkt plus 50, plus 80. Ah, der hat echt gut welche wegrasiert, leider. Echt gut wegrasiert. Aber hier, ah, auch nochmal wegrasiert. Das ist jetzt aber ein 5,0, Leute. Auch 4,8. Das glaube ich jetzt nicht, ey. Okay, aber wir haben neuen Skin freigeschaltet. Den hole ich mir auf jeden Fall später. Und jetzt haben wir hier plus 10 mal 5. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Kurz mal gegen die kämpfen wir jetzt hier. Aus dem Weg, kleine Leute. Und dann, ah, aua, 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 aua. Okay, okay, halb so wild, Leute. Wir kämpfen jetzt hier kurz gegen die an. Mal 2 plus 80. Alter, oh mein Gott, sind wir viele beim Bonus. Jetzt, nein, auch wären wir Nummer 80 gewesen. Ich habe zu früh geklickt, Leute. Ey, wir waren gerade so viele, ne? Wir hätten gerade so viele werden können. Aber es bringt auf jeden Fall ordentlich Geld jetzt, ne? Und wir haben jetzt hier direkt mal 6 plus 25 und springen rüber. Gegen den Turm. Schnappen wir uns nochmal ganz kurz die plus 10. Springen nochmal rüber. Plus 50. Alles kein Problem. Oh, wir kommen smooth durch, Leute. Keiner geht zugrunde. Mal 4. Boah. Ich habe so viele mitgenommen, wie es ging. Das wird ein Safe Call. 5,4 oder sowas, ne? 5,4. 5,8. Wir sind fast ganz oben gelandet. Lol. Ey, was? Okay, wir haben jetzt hier anscheinend wieder neue Skins oder sowas. Hey, hier schon was. Ah, ne. Öffnen. Ah, 7x50. Okay, ich würde aber sagen, schnappen wir die ganz kurz hier. Dass die alle, sie sind nämlich alle gerade maximal. Und dann haben wir unser Boot schon gefüllt. Oh, es fehlen 2%. Das kann doch nicht angehen. Okay, dann machen wir es jetzt ganz kurz schnell fertig, Leute. So, hier springen rüber. Gegen die jetzt hier. Sehr gut. Und dann plus 10. Und mal 4. Plus 25. Oh. Oh, hier sind ein paar draufgegangen. Ne, halb so wild, Leute. Halb so wild. Hier nehmen wir auf jeden Fall alle mit. Nimm nochmal plus 50 mit. Und dann, oh ja. Oh ja. Oh mein Gott. Gehen wir ganz dick ins Ziel, ne? Das wird ein 6,0. Das wird ein 6,0, Leute. Das wird ein... Oh, 5,8. Nein, ich wollte zum ersten Mal 6,0 erreichen. Warum? Mitte!
20 Diamanten. Wichtig, Leute. Ist in Ordnung. Ist sehr gut. Ist in Ordnung, ja. Ist in Ordnung. Guck mal, wir können jetzt hier nämlich zack. Und jetzt haben wir schön 100%. Und dann werden wir schön attackieren, Leute. Und jetzt kriegen wir nämlich gleich Diamanten. Und dann können wir uns jetzt genau das hier kaufen. Und da haben wir direkt wieder neue Leute, die wieder mehr machen werden. Ey, das ist echt so krass, ne? Das Spiel macht so süchtig. Wenn ihr davon noch mehr sehen möchtet, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Dritter Part kommen wir auf jeden Fall bei 5000 Likes, Leute. Und dann checkt die beim Videos aus und haut rein. Bis morgen. Ciao, ciao.